Zurück in Südtirol, der Blick hinüber zum Staller Sattel, der Grenze zwischen Südtirol und Österreich über den Antholzer See hinweg. Schöne, schöne Bilder rund um das Stadion, aber genauso imposant ist der Blick hinein von oben ins Stadion hier von Antholz. Gut gefüllt zu diesem Einzel, dem zweiten der Saison. Drei gibt es ja nur insgesamt. In knapp 4 Wochen dann in Hochfilzen der WM-Lauf über 20 Kilometer. Favorit ganz klar, wie erwähnt, Martin Fourcade nach 10 Siegen in 13 Rennen. Auch das erste Einzel hat er ja gewinnen können. Und die Frage ist natürlich, welche Rolle kann Simon Schemp heute spielen? Da haben wir ihn, den Deutschen. Beim ersten Einzel in Östersund nicht mal in die Punkte gelaufen. Da sind ihm 7 Fehler unterlaufen. Und das, denke ich, wird er heute locker unterbieten können. Ist richtig gut drauf, fühlt sich gut. Hier, wo er die letzten 3 Jahre 5-mal siegen konnte. Aber es waren immer Sprint oder Verfolgung. Auch Anton Schipulin fühlt sich hier richtig wohl, der Russe. 4 Siege konnte er schon einfahren in Antholz. Ist ja einer der Verfolger bzw. der direkte Verfolger im Gesamtweltcup von Simon Schemp. An 3. Position geführt, 6 Punkte nur hinter dem Deutschen. Johannes Tinjes Bö, Oberhof musste er auslassen, war erkrankt. Jetzt in Ruppolding zurückgekommen, heute hier wieder am Start. Sein Bruder Tarje Bö musste auch diesen Weltcup absagen und obendrein noch die Weltmeisterschaften. Auch da wird er nicht mitmischen können. Und dann schauen wir rein ins Starthäuschen und da steht Arndt Peiffer mit der Startnummer 1 bereit. Ja, Herbert, du hast ihn auch auf dem Zettel heute. Arndt ist ein sehr guter Schütze. Er hat in dieser Saison wirklich schon hervorragende Schießergebnisse. Und wir haben ja jetzt gelernt, dass der Einzelwettkampf in erster Linie vom Schießen lebt und von den guten Schießergebnissen. Die Bedingungen sind sehr gut. Es ist kein Wind im Augenblick am Schießstand. Könnte sich vielleicht in einer Stunde etwas ändern. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird wie gestern bei den Frauen. Also es sind beste Voraussetzungen, auch dass Arndt Peiffer eine gute Platzierung erreichen kann. Zuletzt in Ruppolding ja ein 4. und ein 5. Platz. Klasse Stimmung auch heute hier in Antholz. Lars Helge Birkeland, der erste Norweger. Emil Hegle-Svensen muss auch verzichten. Der momentan 4. ist im Gesamtweltcup. Die Chance für Arndt Peiffer und auch für Erik Lesser an diesem vorbeizuziehen. Momentan ja 3 deutsche Athleten unter den besten 6 im Gesamtweltcup. Ihnen allen voraus und das in weiter, weiter Ferne Martin Fourcade. 284 Punkte seine Führung. Sein Landsmann, Quentin Fillon-Maillet mit der Startnummer 3, 24 Jahre alt. Zweitbester Franzose im Weltcup. Kleines Leistungstief in Ruppolding. War er 26. und 32. nimmt hier die Kurve ganz eng an der Kamera vorbei. Raus auf die 4 Kilometer. Richtig brutal, diese 20 Kilometer. Wenngleich Antholz nicht zu den allerschwierigsten Strecken zählt. Aber wir sind auch in der Höhe. Und 5-mal muss man die lange Schleife durchlaufen, auch Benedikt Doll. Die Athleten, die so auf 200, 300 Höhenmeter leben und trainieren, die tun sich hier auf dieser, es ist ja letztendlich nur eine mittlere Höhe, die tun sich hier schon etwas schwerer. Jeder merkt, dass man hier weniger Luft bekommt. Hat aber noch nichts mit dem Höhentraining zu tun, das ja deutlich über 2000 Meter stattfindet. Aber wie gesagt, die Höhe spürt hier jeder. Und wer sagt, das macht mir gar nichts aus, dem glaube ich nicht. Michael Rösch, der ja für Belgien startet, das wissen Sie. Auch der wird rausgetragen. Lautstark auf die erste Runde, 33 Jahre alt mittlerweile. Der Zinnwalder hat sich zurückgemeldet in dieser Saison. 2-mal auf dem 6. Rang gelandet in Pokljuka und Novo Mesto. Nach langer, langer Durststrecke, dicke Ausrufezeichen von Michael Rösch. Lukas Hofer wäre jetzt also der Nächste gewesen. 38 Fieber, mehr als 38. Da ist kein Start möglich, vernünftig also hier zu passen. Alles im Hinblick natürlich auf die Weltmeisterschaften. Simon Schemp schaut sich mal die Strafrunde an, wird sich ausrechnen. Naja, da will ich heute vielleicht nicht so oft rein, dann schaue ich mir sie jetzt schon mal an lieber und muss sie vielleicht im Rennen gar nicht angehen. Das wär's, 20 Treffer.
bei diesen Bedingungen durchaus möglich, wenn man sehr konzentriert arbeitet. Andres Rastogujew, Sechster gewesen im ersten Einzel von Östersund, ganz schneller Mann. Ja, und niemand von den Jungs muss heute in die Strafrunde. Ach, wir haben ja die Strafminute. Das war mein Fehler, pardon, genau. Da kann man sich etwas warm laufen, da drin warm bewegen. In dieser Strafrunde ist nicht weit weg vom Stadion, schön in der Sonne etwas Energie tanken. Dominik Landertinger, deutlich aufsteigende Tendenz, zweimal unter den Top 10 gelandet, endlich in Ruhpolding nach langer Krankheit, vielen Problemen in den letzten 2 Jahren. Könnte sich ausgehen in Richtung Weltmeisterschaften in der Heimat in Hochfilzen. Evgenij Jaranichev müsste das gewesen sein. Und da haben wir die große Fahne der Fans von Dominik Landertinger. Auch die sind hier zahlreich vertreten. Andrej Moravec, Tschechien, der hat sich ganz gut erholt, mühsam in die Saison gekommen. Dominik Windisch, der Mann aus Rasen, aus dem Antholzer Tal. Heimweltcup für ihn und dann wird es jetzt gleich sicher richtig laut hier. Für die Zuschauer prächtige Bedingungen im Sonnenschein hier zu stehen. Lässt sich das alles wunderbar ertragen. Heute auch nicht dieser schneidende, kalte Wind, der reinfährt. Krasimir Anev aus Bulgarien, 7. gewesen in Östersund beim Einzel. Guter Schütze. Also Sie sehen schon, von Beginn an nimmt das Rennen hier richtig Fahrt auf mit den Top-Athleten, die alle in diese erste Gruppe hineingegangen sind. Ja, man hofft natürlich, dass man dem Wind, der naturgemäß immer so um 3:15 hier etwas auffrischt, dass man da möglichst rauskommt. Gerade im Liegenschießen möchte man jetzt möglichst mit Nullstellung, hier sehen wir es sehr schön, kein Wind im Schießstand, die Fähnchen würden sich sonst bewegen. Und ja, das wollte man ausnutzen, deshalb die erste Startgruppe vielleicht. Clemen Bauer, der Mann aus Ljubljana für Slowenien. Und dann haben wir Arndt Peiffer, gut 5,5 Minuten unterwegs. Erste Zwischenzeit, erste Marke. Schauen wir gleich mal im Vergleich, wie er das Ganze hier angeht. Im Einzelwettkampf ist es nicht so ein Nachteil, wenn du Startnummer 1 hast. Du musst laufen, wie es dir dein Körper vorgibt. Eigentlich müsstest du so laufen, dass du sagst, ich könnte noch immer etwas schneller. Dann ist es so das richtige Einzelwettkampftempo. Du darfst natürlich nicht verschlafen, aber immer so laufen, dass du das Gefühl hast, na, etwas schneller könnte ich noch. Dann bist du eigentlich richtig dran, dann kannst du auch viermal gut schießen und hast noch genügend Kraft, wie Laura Dahlmeier gestern auf der letzten Runde, die das ja perfekt kann. Absolut. Auch Simon Schemp, auch Arndt Peiffer, alles diese Top-Athleten, die sich gut einschätzen können. Allein bei den Heimweltcups, das betonen sie ja immer wieder, wenn es dann besonders laut in ihre Richtung wird, wie in Oberhof, da ist die Gefahr für alle gegeben, ein wenig zu überziehen. Jetzt ist er hier schon wieder draußen aus dem Wald auf der sonnigen Alm. Das Stitzel da draußen, der die Läufer begleitet. Und jetzt geht's los für Johannes Tinjesbø. War der Zweite in Östersund beim ersten Einzel der Saison. Da haben wir den Vergleich mit Benedikt Doll, der etwas schneller angeht als Arndt Peiffer. Ja, der Benedikt, ein starker Läufer mit einer der stärksten überhaupt. Ist halt nicht so erfahren über den Einzelwettkampf. So viele hat er noch nicht gemacht. Tobias Reiter draußen auf der Strecke. Frauenbetreuer hilft natürlich auch bei den Männern. Genauso umgekehrt, also das ist wirklich ein tolles Trainerteam, das der Deutsche Skiverband hier zurzeit zur Verfügung hat. Sergej Semenov aus der Ukraine, 28 Jahre erfahrener Mann und ihm drücken wir die Daumen, dass er sich heute nicht allzu viele Minuten einfängt am Schießstand. Momentan seine Werte liegen 86%, stehen gar nur 68%. Die Spitze trifft über 90%. Da ist er momentan weit von weg.
und muss sich das zurückerarbeiten. Er kann es ja, er hat es ja oft genug bewiesen. 15. im Weltcup momentan, eigentlich unter Wert, gerade weil er zu den schnellsten Läufern zählt. Ja, dieses Laufen und Schießen zu kombinieren. Biathlon ist mal Laufen und Schießen und im Ziel wird abgerechnet. Es nutzt der schnellste Läufer nichts, wenn er kein Haus trifft und umgekehrt, wenn du alles triffst. Aber dieses rasende Tempo, das die Jungs hier vorlegen, wenn du da nicht mithalten kannst, dann nützt es auch nichts. Und wir sehen das ja immer wieder, gerade in zuletzt bei Simon Schemp beim Doppelsieg mit Erik Lesser. Welches Niveau oder wie sich die Rennen entscheiden, das sind Zentimeterentscheidungen, oftmals hinter dem Komma in der Laufzeit. Andrej Rastogujev auch eng mit dabei, vorne in der Spitze. Ähnliches Tempo oder das gleiche Tempo wie Anpfeifer. Jetzt aus der Abfahrt, aus der schnellen, kurzen Abfahrt gekommen. Dieser Anlauf an den Schießstand ist hier schon besonders. Der geht leicht bergauf. Man muss hier versuchen, wirklich sich zu konzentrieren. Kann auch hier im Anlauf Zeit verlieren. Also das ist alles hier etwas komplizierter als weiter unten von der Höhenlage. Du regenerierst nicht so schnell. Aber gute Voraussetzungen jetzt für den Arndt Pfeiffer. Bedingungen wie beim Anschießen. Also sollten 5 Treffer kein Problem sein, wenn er das konzentriert angeht und durchzieht. Der war mittendrin. Perfekt. Absolut. Der letzte war ein wenig höher als die anderen links oben, aber alles ansonsten eng beieinander. Gutes Schießen von Arndt Pfeiffer, sauberer Rhythmus. Flott auch dazu. Martin Fourcade bereitet sich da draußen noch vor. Startnummer 28. Wenn die Bedingungen so bleiben, glaube ich schon, dass es hier 0 oder einen Fehler maximal bedarf, um aufs Treppchen zu kommen. Also da wenn es so bleibt, ist es fast Laborbedingungen. Eine Minute für Lars Helge Birkeland. Wird immer gleich aufaddiert, sodass Sie die aktuellen Zeiten sehen. Unten gut markiert und zu lesen. Arndt Pfeiffer, Birkeland, das ist der Unterschied. Läuferisch noch dazu, aber eben auch eine Minute durch den Schießfehler. Der hat schnell geschossen, guter Rhythmus, gleichmäßig. Und dann ist Benedikt Doll da. Na also, 100% geht auch, ganz wichtig, gleich gut reinkommen in das Rennen, erstes Schießen, 5 Treffer und damit gleich in Führung Benedikt Doll. Sehr gut. Wird ihm Auftrieb geben für das weitere Rennen. Im Training gelingt es ihm ja immer wieder, aber momentan bekommt er es einfach in den Rennen nicht so hin. Das war aber ein sehr, sehr guter Auftakt jetzt. Michael Rösch. Der auch sehr schnell schießt, oftmals. Im Einzelwettkampf ist das ja nicht so angesagt. Aber direkt langsam ist das nicht. Aber fängt sich die Minute ein, schaut er nochmal einen Moment hinterher. 1:19 der Rückstand, 5. Rang im Moment für Michael Rösch. Die ersten 5 haben geschossen, während wir hier Erik Lesser sehen. 3-mal blieb die Null, 2-mal ein Fehler. Also das ist ein ganz anderer Wettkampf als bei den Frauen gestern, als der Wind hier reinwehte, mal von rechts, mal von links. Und das Ganze zur Lotterie wurde. Johannes Tinjes Bö, wie wir ihn kennen, findet langsam zurück. Zum schnellen Lauf, schnelle Angangszeit. Ja, wenn du erkältet warst, Fieber gehabt hast, meistens brauchst du 4 Wochen, bis du wirklich wieder der Alte bist, bis du wieder in Form bist. Und das ist eben das Schwierige, das auch zu akzeptieren. So, und Rastogujevs bleibt mit im Rennen. Ein wenig stabilisiert in dieser Saison am Schießstand.
hat nicht mehr so oft. In früheren Zeiten waren es mal 3, 4, 5 Fehler oft. Aber es gelingt ihm immer häufiger, auch durchzukommen, alle Ziele zu treffen und sich so mit vorne im Rennen zu halten. Dominik Landerting. Martin Fourcade steht bereit. Und Landertinger kommt ebenfalls durch. Kein Problem für den langen Österreicher. 28 Jahre alt, freut sich natürlich richtig auf die Heim-WM. Er ist ja aus Hochfilzen direkt und scheint jetzt wirklich rechtzeitig in Form zu kommen. André Moravec. Mit 2 Fehlern. Der Mann aus Tschechien, auch Windisch, beginnt mit einem Fehler. Das ist kein Wind. Kein Wind. Nach wie vor, ja. Ich habe mal rausgeschaut. Sieht es auch am Atem, der hochsteigt oder hinten der Dunst vom Schweiß steigt ganz gerade nach oben weg. Also es sind keine Verhältnisse, die es jetzt nicht zulassen würden zu treffen. Simon Schemp. Und da wird es laut im Stadion von Antholz. Der Seriensieger von Antholz. Was gelingt ihm heute im Einzel? Die 5 Siege waren alles Sprints oder Verfolger. Jetzt also über 20 Kilometer. Zum ersten Mal seit 2010 überhaupt ein Einzel. Hier auf 1640 Meter Höhe. Die 5 Liegenziele für Krasimir Anev. Kein Problem. Wie gewohnt, zielsicher. 11,2 Sekunden. Benedikt Doll hält sich an der Spitze. Haben wir auch nicht anders erwartet. Und auch Hank Pfeiffer, die Angangszeit dieser beiden auf der ersten Runde ist sehr respektabel. Hoffentlich können sie es eben durchhalten. Garanicev sieht schnell aus, ist aber gut gegen Bö. Das muss man auch jetzt ins Verhältnis setzen. Der ist sehr, sehr schnell angegangen zurück. Jean-Guillaume Beatrice. Der hat eine Geschichte im Einzelwettkampf, Bronzemedaille in Sochi gewonnen. Als Martin Fourcade Olympiasieger wurde. Das war mutig von Jean-Guillaume Beatrice. Der hat ordentlich Gas gegeben. Trotz der drohenden harten Strafe. 10 Sekunden sein Rückstand. Alle mit dabei. Es bleibt spannend da vorne. Ein breites Feld nach dem ersten Schießen, die ersten 7 innerhalb von 16 Sekunden unterwegs. Und Johannes Tinnestö mit einer gewaltigen Angangszeit. Bei 9 Minuten 10 Sekunden betritt er die Matte. Aber wie hast du vorhin so schön gesagt, da kannst du so schnell laufen, wie du willst. Ja. 2 Fehler, da hat er kurz abgesetzt, mal drüber geschaut, nochmal nach dem Wind fahren oder geschaut. Ja, ja. Aber 2 Fehler, 2 Minuten für Johannes Tinnestö. Fehler tief, Fehler rechts hoch, großes Trefferbild. Belastung vielleicht zu hoch, zu schnelles Angangstempo. Und da haben wir Arne Pfeiffer, hat sich der Norweger vielleicht ein wenig zu viel vorgenommen. Arne Pfeiffer geht hier locker vorbei an Sergej Boscharnikow aus Minsk, dem Weißrussen. Ja, gutes Schießen, auch bei ihm nicht anders zu erwarten. Einer, der gut schießt, konstant gut schießt, Sergej Semenov. Dritter Rang für den Moment. Ein weiterer, der sich da vorne reinschiebt. Jan Savitsky, Kasache, 29 Jahre alt. Momentan kommen sie hier
einer nach dem anderen noch, aber das wird sich im Laufe des weiteren Rennens füllen. Da wird es da ordentlich zur Sache gehen. Benedikt Doll und hinter ihm Michal Kčmár, ein weiterer guter Mann aus Tschechien, seiner besten Saison bisher. Und Doll jetzt also zurückgefallen, 3,1 Sekunden hinter Antpfeifer. Ant hält das Tempo hoch. Danny, sehr die gut. Ersten drei Schüsse waren im neuner Bereich. Rechts, die, dann die letzten zwei Zentrum, das lassen wir so. Okay, der Diopter kann so bleiben, wie er ist, sofern sich natürlich der Wind nicht ändert. Die Einstellung des Diopters meine ich natürlich. Und ja, hintereinander auf diesen kurzen Abfahrten, da kann man sich ja auch mal aus dem Windschatten rausbewegen, etwas Zeit gut machen. Aber es ist hier auch in den Abfahrten keine lange Regenerationszeit. So, und Martin Fourcade ist noch mal einen Moment schneller als Johannes Tinjes Bø. Auch das hätte man sich vorher ausrechnen können, wobei es ja immer die Frage ist, wir sagen es ja immer wieder, wie einer das Rennen angeht. Aber wir stellen fest, Martin Fourcade ist schnell unterwegs. So, auch der Hanicev mit einer Minute Zeitstrafe. Arndt Pfeifer ist da. Stehender Anschlag, zweites Schießen. Viel mehr darf jetzt da nicht mehr folgen. Schade um den einen Schuss. Er hat die gute Bedingungen hier auf der Bahn 27 ist er gestanden. So, der Vorsprung bleibt in etwa 1,7 waren es. Jetzt sind es 1,8 Sekunden für Martin Fourcade. Sehr flott dann. Ja. Aber er hat ja auch keinen Grund, das nicht zu tun. Er ist in der Lage, er ist körperlich in der Lage, er ist mental in der Lage. Trotzdem, dass er hier in Antholz noch nicht so viel gewonnen hat im Verhältnis zu dem, was er sonst so reist. Zuletzt vor 6 Jahren hat er hier ein Massenstartrennen gewonnen. Seither nicht mehr. Erik Lesser mit der 42, vierter Deutscher, der ins Rennen geht. Sechster im Weltcup, seine beste Saison überhaupt in der Karriere. Zu diesem Zeitpunkt war er nie so gut. Thillon Maillet. Gegenüber Arndt Pfeifer. Ein paar Sekunden sind es noch. Der Weg weiter. Aber Arndt ist schnell unterwegs. Sehr schnell, super. Ja. Ja, also darf jetzt nicht überziehen. Eine Minute, zwei vorne. Also 58 Sekunden ist Arndt schon schneller im Laufen. Und Benedikt schießt hier schon den ersten daneben. Und hat es halten können. Ordentliches Schießen für Benedikt Doll. Und jetzt Matthias Bischel, der 28-Jährige. Im SV Söchering, der in Walgau lebt, Sportsoldat ist. 6 Rennen bislang absolviert im Weltcup. Und da haben wir den US-Amerikaner Lowell Bailey. Super, ja, super. Ja, wir werden viele Nullergebnisse sehen heute im Augenblick nach wie vor. Windstill. Das wird eng werden, ja. Frederik Lindström. Der unter den Top Ten in der Heimat in Östersund zum Auftakt der Saison war ja das erste Rennen der Saison, dieses Einzel in Östersund. Aber danach seine Saison ein Auf und Ab in den Ergebnissen. Das erledigt er gut. Das Aufstehen hat ein wenig gedauert. Zeitgleich hat Michael Rösch geschossen, stehend. Auch einen Fehler, also insgesamt jetzt 2. Und Martin Fourcade ähnlich früh hier gewesen auf der Matte wie Johannes Tinjes Bø. Rastogujevs oben, da geht es jetzt dahin mit 2 Fehlern.
Ja, und Foucault geht in Führung, auch nach diesem ersten Schießen, bleibt dabei. 9,6 Sekunden vor Benedikt Doll nach diesem ersten Schießen. Und sie feiern den Franzosen, der hier zuverlässig eine Scheibe nach der anderen umgelegt hat. Dominik Landertinger. Langsam unterwegs im Augenblick. Also er läuft wirklich hier sehr bedächtig, sag ich jetzt schon mal fast, für sein Leistungsvermögen. Er will halt treffen. Und solange er trifft und das aufgeht, da kann er dann ein gutes Ergebnis bringen und auf der letzten Runde dann vielleicht nochmal angreifen. Ja, und hält sich hier auch durch diese Nullserie vor Arndt Peiffer. Setzt sich zunächst auf Rang 2. So, Simon Champ ist da. Zum ersten Mal. Und er ist bereits der 16. Athlet, der diese erste Liegendeinlage mit 5 Treffern absolviert. 12,7 sein Rückstand Sekunden auf Martin Fourcade. War hier ganz schnell weg vom Schießstand Simon Champ. Eine Zehntel wird da liegen gelassen. Benjamin Weger. Ja, letzter Schuss ein wenig verzögert. Alles richtig gemacht, alles getroffen. Krasimir Anev. Auch mit dem Fehler. Benedikt Doll, der Name ist durch. Und da haben wir Ulainer Pjandalen. Und in dieser Disziplin, dem Einzel, da hat ihn in der Statistik Martin Fourcade schon überholt. 10 Siege des Franzosen, 8 bislang bei Ulainer Pjandalen in seiner langen, langen erfolgreichen Karriere. Anton Chipulin. Sehr präzise, schnelle Bewegungen. Schnelle Treffer, aber an die Zeit von Fourcade kommt er nicht ran. Und jetzt merken Sie schon, wie dieses Rennen hier an Fahrt aufgenommen hat. Immer mehr Athleten unterwegs. Und Beatrice schießt sich hier ein wenig in die Defensive nach hinten durch diese 2 Minuten, die er mitnimmt. So, nach dem zweiten Schießen führt der Franzose Fillon Maillet vor Dominik Landertinger. Arndt Peiffer auf 3, Benedikt Doll auf 4 nach wie vor. Und er jetzt auf Rang 8. 11 Athleten sind durch nach diesem zweiten Schießen. Johannes Tenjesbø. Er hat da etwas Gas rausgenommen beim Laufen, glaube ich. Der Johannes Tenjesbø. War die Anfangsrunde doch zu schnell. Ja. Ja. Und diesmal kommt er gut durch, Johannes Tenjesbø. Und zurück Sergei Semenov. Schauen Sie, zweite Position, zweites Schießen mit 5 Treffern absolviert. Und draußen steht noch Michael Willleitner, der Letzte, der das Rennen aufnehmen wird mit der Startnummer 75, 1,88 groß. Der Mann aus Berchtesgaden in Ruhpolding war er mit am Start. 38. im Sprint, 42. in der Verfolgung. Hier die zweite Chance. Die Trainer wollen ihn einfach nochmal sehen. Die Plätze 5 und 6 ja offen in Richtung Hochfilzen, den Weltmeisterschaften. Da sind Marc Kirchner und Andreas Stützel noch ein wenig auf der Suche. Wladimir Iljew, auch ein sehr starker Schütze, der dieses Jahr so richtig mal in Erscheinung getreten ist. Immer besser wird. Der
Jawohl, und Savitzky hat gekämpft. Lange gekämpft um den letzten, ja. Und es hat sich gelohnt. Fehlerfrei. Also Fiomaye nach dem zweiten Schießen vor Semenov. Landertinger, Pfeiffer auf 4, Doll auf 5. Gute, aussichtsreiche Positionen weiterhin für die deutschen Athleten. Und mit der 40 Maxim Zvetkov. Neunter im Gesamtweltcup. Da war er sogar schon mal Zweiter in einer ganz starken Saison. Und oben sein Landsmann Jewgeni Karamitschew. Sehr stark. Sehr schnell, sehr gut, ja. Ja, im Stehenden gelingt es Karamitschew besser als liegend. Stop Go aus Kanada. Auch weiter eine gute Serie, wird nach wie vor recht gut geschossen. Und Karamitschew hat sich jetzt zwischen Pfeiffer und Doll geschoben auf den 5. Rang. Und wir kriegen einmal mehr eine Studie von Martin Fourcade. Elegant, sein Laufstil, kraftvoll. Ja, und hier in der 1-1er Technik durchzudrücken, kostet natürlich schon sehr viel Kraft, bringt Geschwindigkeit, keine Frage. Aber das muss schon drauf haben. An Pfeiffer. Und zeitgleich oben Erik Lesser. Ja, wichtig, ganz wichtig für Art Pfeiffer. Keine weitere Minute und Erik Lesser, 4. Treffer, 5. Treffer. Auch für Erik Lesser. Erstes Schießen für ihn, das 3. schon für Art Pfeiffer. Starke Vorstellung der beiden jetzt. Lesser auf 6, 13 Sekunden hinter Fourcade. Hier nochmal das Trefferbild des so wichtigen 3. Schießens jetzt. Arndt darf sich keinen Fehler mehr leisten. Auch beim letzten Schießen muss die 0 kommen, damit er hier eine Chance hat auf eine gute Platzierung. Aber das hat er nervenstark erledigt. Fiomaye bislang noch ohne Fehler. Er hat auch seinen deutlichen Vorsprung. Und jetzt hat er sich Arndt Pfeiffer wieder etwas angenähert durch diesen Fehler. Beide also jetzt mit einem belastet. Matthias Bischel. Arndt ist 3,6 Sekunden hinter Fiomaye. Ja, der letzte, der 5. Der mag nicht fallen. Benedikt Doll ist zurück. 3. Schießen auch für ihn, wieder im liegenden Anschlag. Hält sich weiter gut im Rennen, liegend alles getroffen. 17,1 Sekunden sein Rückstand auf Fiomaye. Und wir vertrauen weiterhin auf seine läuferischen Fähigkeiten. Dann noch gut durch das letzte Schießen kommen. Er darf es jetzt nicht übertreiben, ja, auf dieser 4. Runde. Er muss versuchen, eine 0 zu bringen. Und so zu laufen, dass er immer das Gefühl hat, ich könnte eigentlich schneller. Denn so viel Zeit wird er nicht verlieren, der Benedikt Doll. Es wäre ihm zu gönnen, dass er nochmal stehend einen guten Anschlag hier zustande bringt. Martin Fourcade, deutliche Atembewegungen. Alles der Höhe geschuldet. Schauen Sie auf die Zeit. So, und jetzt hat er auch einen Fehler. Eine Minute drauf bekommen. Und jetzt ist auch die Zeit von Dominik Landertinger durch. Michael Schlesinger beginnt hier gleich mit einem Fehler, dieses Einzel. Und den 2. hinterher. Also bitterer Auftakt in diesem Einzel. Ganz anders als halt bei den deutschen Athleten, die hier getroffen haben. Doll, Champ, Lesser, Pfeiffer, alle mit 5 Treffern im ersten Liegenschießen.
Da kommt schon wieder das Höhentier. Simon Schemp, so haben heute die norwegischen Kollegen vom norwegischen Fernsehen gesagt. Ja, Schemp ist ein Höhentier. Aufgrund seiner 5 Siege in den letzten 3 Jahren. Zeitvergleich mit Fillon Maillet. Ist gut. 5 Treffer. Bleibt bei dem einen, aber dennoch Simon Schemp fällt ein wenig zurück. Dominik Landertinger oben ebenfalls mit einem Fehler. Schemp jetzt auf dem 9. Rang. Weiter in Führung Fillon Maillet. Nach dem 2. Schießen dieser Stand. Dominik Landertinger auf dem 4. Rang. 44,4 Sekunden nach dem 3. Schießen auf Fillon Maillet, den Franzosen. Ah, der war ganz knapp links, dieser Fehler von Simon Schemp. Schade, da hat nicht viel gefehlt. Benjamin Weger, auch mit dem einen Fehler, aber alles noch ganz, ganz anders als gestern bei den Frauen, als die reihenweise Scheiben stehen blieben. Aufgrund des starken Windes Ulaina Piandalen. Trainiert hier häufig in Antholz. 10 Treffer bislang Ulaina Piandalen. 5. war er im 1. Einzel in Östersund. Also mit ihm ist in dieser Disziplin immer in den vorderen Plätzen auch zu rechnen. Auch für ihn natürlich wichtig, weiter so zu schießen. 3. Rang im Moment, stark. Und Anton Cipullin ist eine halbe Minute hinter ihm gestartet, war fehlerfrei und ist auch schon raus und hat auch die Führung übernommen mit 10,9 Sekunden vor Quentin Fillon Maillet. Matvei Eliseev, weiterer Athlet von Rico Groß, weit zurückgefallen, 2 Fehler gleich, 45. Rang im 1. Schießen. Herrlicher Blick ins Antholzer Tal und das Tableau, der Stand nach dem 2. Schießen. Da führt Anton Cipullin noch vor Quentin Fillon Maillet. Dann wieder raus auf die Strecke. Erik Lesser. 2. Laufrunde. Arndt Peiffer schon bei Kilometer 14,6. Also gut 5 Kilometer noch zu absolvieren. Einschießen folgt noch für Arndt Peiffer. Und dann mit der 75 ist es soweit für Michael Willleitner. Seit der Saison 11-12 in die U-Cup unterwegs. Bei den Europameisterschaften 14 Bronze gewonnen mit der Staffel. Und hier eben mit einer weiteren Chance teilzunehmen im Weltcupfeld. Johannes Tinius Bö. Ja, korrigiert hier nochmal den Anschlag ganz leicht. Ja. Und ich sag's dir, der ist zu schnell angelaufen. Er hat sich zurückgenommen, hat jetzt 2-mal fehlerfrei geschossen. Das war dann schon die richtige Maßnahme. Sergej Semenov weiterhin fehlerfrei. Jawohl, auch in diesem 3. Schießen. Damit setzt er sich vor den Franzosen. Hier jetzt um die Ecke ist gleich die Zeitnahme. Also der Führende. Nach dem 3. Schießen jetzt Sergej Semenov aus der Ukraine. Seine Basis 15 Treffer in 3 Schießen. Henrik Labelund haben wir hier. Als einzigem im Übrigen der 14 Athleten, die bislang 3-mal am Schießstand waren. Fehler für Labelund. 1 Minute gibt es für den 30-Jährigen aus Lillehammer und draußen
Matthias Bischel auf der Strecke. Kommt jetzt mit diesem Anstieg hoch. Es ist schwierig, ja. Mit den Besten kann er nicht mithalten. Die Nummer 5 in Deutschland, die wird gesucht und die muss auch annähernd mitlaufen können. Ähnlich wie eben die Doll, Pfeiffer, Lesser oder Schemp. Das wäre schon wichtig, damit man auch mal einen Ersatz hat, wenn einer krank wird oder dann auch für die Staffel eben noch eine Alternative hat. Florian Graf war ja Achter in dem ersten Einzel von Östersund, hatte damit seine WM-Norm erfüllt. Da wissen die Trainer, was sie haben. Aber eben an diese erste Garde reicht es nicht ganz heran. Iliev, 10. Treffer. Zvetkov wird gut geschossen im Moment, schnell geschossen, alles getroffen. Ein offenes Spiel, diese 20 Kilometer. Wir werden einige sehen, die zum vierten Schießen mit fehlerfreiem Tableau daherkommen, also 15 Treffer gehabt haben. Ob sie es dann auch alle durchziehen, das wird man sehen, aber es wird hier richtig gut geschossen. Ja, Garanicev, letzten beiden Einlagen alles getroffen, 55,7 Sekunden sein Rückstand mit dem einen Fehler. Und auch Scott Goff. Am Schießstand eben Arndt Pfeiffer und Erik Lesser. Wir sehen Erik Lesser eingeblendet. Arndt Pfeiffer schießt auch parallel. Leider einen Fehler, beide schon. Da haben wir oben Arndt Pfeiffer eingeklinkt. Erik Lesser verlässt den Schießstand mit diesem einen Fehler eben. Auch Arndt Pfeiffer im vierten Schießen, insgesamt der zweite. Da schaut er noch mal hinterher. Der könnte zu viel gewesen sein. Ja, das ist kein schlechtes Schießergebnis für einen Einzelwettkampf. Aber heute könnte ich mir vorstellen, dass es nicht nach ganz vorne aufs Podest reicht. Und jetzt kommt Fillon Maillet. Durch den Fehler von Pfeiffer natürlich in der Zeit wieder deutlich vorne. Aber auch er mit Fehler. Oh. Und jetzt sogar mit dem zweiten Fehler. Damit fällt er hinter Pfeiffer zurück. Viermal gut schießen bei dieser extremen Belastung, das ist schon schwierig. Das ist hohe Kunst, das muss man sagen. Es ist ganz anders. Du musst nicht reagieren auf eine Taktik wie im Verfolger oder im Massenstart. Und du kannst auch dein Tempo nicht so wählen, so alles oder nichts. Also das ist schon sehr viel Erfahrung. Svensson hat mal gesagt, den Einzelwettkampf gewinnen Männer oder Jungs gewinnen den Sprint und die Männer gewinnen den Einzelwettkampf. Da hat er nicht so Unrecht. Nein, auch Benedikt Doll kommt nicht durch. Insgesamt für ihn, so wie die Saison läuft, ganz gutes Ergebnis am Schießstand. Aber hilft nichts. Es sind zwei Fehler, es sind zwei Minuten. Ganz anders Michal Krtschmar, der wieder alle fünf Scheiben trifft. Und das war auch Matthias Bischel am Schießstand. Leider mit zwei Fehlern, insgesamt jetzt schon drei. Auf Rang 38 reiht er sich im Augenblick ein. Noel Bailey, da haben wir einen der Linksschützen. Auch der mit 15 Treffern jetzt schon insgesamt. Und dann ist Martin Fourcade zurück. Hat diese Minute schon fast kompensiert. Oh, ah. Der Meister macht die Tür auf. Martin Fourcade macht die Tür auf für die Gegner. Zweiter Fehler für ihn. 1:14 sein Rückstand. Oh, da hat er da hinten den Athleten kurz ausgebremst. Anton Babikov aus Russland. Frederik Lindström sind wir hier.
Da war ein Nachladeproblem. Er hat den Schuss nicht ausgelöst. Dachte ich mir. Das war aber nicht der Fall. Eine für mich optische Täuschung gewesen. Sehr gut, Fredrik Lindström. Sehr gut, super. Auch bei ihm 15 Schuss, 15 Treffer. Aber nach vorne geht es da nicht ganz gut. Knappe Minute Rückstand auf den Ukrainer Semenov. Dominik Landertinger, letztes Schießen. Liegt gut. Simon Schemp oben. Landertinger, zwei Fehler. Vierter Treffer, Simon Schemp. Ja, und auch der fünfte fällt. Ganz stark, Simon Schemp. Vierter Rang im Moment nach diesem dritten Schießen für Simon Schemp. 37,7 Sekunden sein Rückstand auf Semenov. Nach dem vierten Schießen Lars Helge Birkeland aus Norwegen vorne im Moment vor Arndt Peiffer und Benedikt Doll. Dann Fillon Maillet. Landertinger reiht sich ein auf dem sechsten Rang, insgesamt mit vier Schießfehlern. Kommt jetzt der Führende nach dem zweiten Schießen, Schipulin aus Russland. Sein Vorsprung, ja, war doch deutlich auf Semenov, ja deutlich, 17 Sekunden war er. Dritter im Gesamtweltcup, direkt hinter Simon Schemp, noch ohne Sieg in dieser Saison. Anton Schipulin, die Chance ist da für ihn. Schießt auch den ersten daneben. Je länger das Rennen dauert, auch Ole. Ja, auch Oleiner Björn Dahlen. Vor dem Russen gestartet. Ein Fehler für Schipulin. Und auch ein Fehler für Oleiner Björn Dahlen. Schipulin 9 Sekunden vor. 10 Sekunden vor Simon Schemp. Auf dem vierten Rang. Und Oleiner Björn Dahlen, Elfter jetzt. 1:06 sein Rückstand mit dem einen Fehler im dritten Schießen. Wir haben neun Führenden nach dem vierten Schießen. Krasimir Arnev aus Bulgarien. Bislang mit einem Fehler. Insgesamt hat sich vor Lars Helge Birkeland geschoben. Arndt Peiffer auf drei, Benedikt Doll auf vier. Ja, dieses Ergebnis von Doll ist ja doch jetzt wieder relativ gut mit zwei Fehlern. Das ist schon eine Sache. Jetzt schauen wir mal, was der auf der letzten Runde noch machen kann. Gute Leistung. Auch Michael Willleitner am Schießstand. Zweite Scheibe gefallen, dritte auch. Jetzt der Fehler. Da haben wir ihn groß im Bild. Bleibt bei dem einen Fehler. Im ersten Schießen deutlich der Rückstand, deutlich über der einen Minute, gut eineinhalb Minuten Rückstand. Damit auf dem 49. Rang momentan, also schon in diesem frühen Stadium außerhalb der Punkteränge. Er hat die Möglichkeit noch dreimal zu schießen, noch dreimal fehlerfrei zu bleiben. Hier der Fehler rechts hoch, schön zu sehen. Die anderen waren wirklich gut. Ja, da kann er noch 3x0 schießen. Und jetzt Johannes. Ja. Was gelingt ihm zum Abschluss? Dieses Schießen ist im Bereich von Benedikt Doll, aber muss ja eben noch schießen. Ja. Und das ist ein richtig gutes Beispiel. Ja. Junger Athlet, aber das hat er gut gemacht. Vielleicht nicht die erste Runde, da hat er sich zu viel vorgenommen, aber dann eben richtig reagiert. Sergei Semenov. Ja. Nein, 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 auch er schafft es nicht am Ende, mit 20 Treffern hier rauszugehen. Und wieder einmal ist es die allerletzte Scheibe, die nicht fallen mag. Er bleibt in Führung vor Arnev und Birkeland. 14 Athleten, viermal geschossen, noch ist keiner durch mit 20 Treffern.
So, und jetzt muss der Athlet, der Schwede, vorne Platz machen. Jetzt Benedikt Doll auf seiner letzten Runde. Er holt Zeit auf, übrigens auf Arndt Peiffer. Da waren es bei der letzten Zwischenzeit 10 Sekunden Rückstand. Vielleicht sieht man es jetzt gleich. Und jetzt kann er es mal richtig krachen lassen, der Benedikt Doll. Immer wieder so unruhig im Oberkörper. Sein Stil immer deutlich zu erkennen. 8,8 Sekunden sind es noch auf Arndt Peiffer. Das wird schwierig, denn Arndt Peiffer ist auch sicher noch gut unterwegs. Ist an 8 Sekunden zum Arndt! Also 8 hat er noch Vorsprung. Der Arndt, ja. 13 Sekunden waren es. Anton Schipulin. Beziehungsweise Lowell Bailey ist das hier, den wir hier sehen. In der Rückenansicht, der jetzt hier reingeht in diesen Anstieg. Und hier in der 2-1er-Technik, vorhin haben wir noch Martin Foucault durchschieben sehen. Aber Lowell Bailey hier mit dreimal fehlerfrei, da ist er natürlich auch dabei bei den Leuten, ja? Ja, unbedingt. Ein letztes Schießen muss auch er noch absolvieren, aber bislang tolles Rennen. Podiumsplatz für den Moment auf Rang 3. Und Arndt Peiffer, der als erster gestartet ist, kommt ins Ziel. Zwei Fehler insgesamt. Jetzt muss er lange warten, bis er weiß, was seine Leistung wert ist. Arndt Peiffer, ausgepumpt werden sie heute alle sein. Nach diesen anstrengenden 20 Kilometern hier in der Höhe von Antolz. Maxim Zvetkov, zweiter Rang, nach dem dritten Schießen, er nach wie vor fehlerfrei. Erik Lesser. Ah, klassischer letzter Schuss, zu schnell und war schon wieder weg auf der Strecke mit dem Kopf vor allen Dingen. Und da jetzt der Rückstand, schade. Ja, schade bei zwei Fehlern, der Rückstand unter 2 Minuten. Da wäre er ganz vorne mit drin gewesen. Hätte, wäre, wenn, hilft nichts. Fillon Maillet kommt ins Ziel. 58 Sekunden nach Arndt Peiffer. Einen Fehler hat er mehr geschossen als der Deutsche. Und dann Benedikt Doll. Schon durch die Unterführung durch im Stadionbereich. Jetzt geht es hier rechts rum und am Ende dieser Geraden auf die große Tribüne zu. Mit viel donnerndem Applaus, dann noch eine Rechtskurve in die Zielgerade rein. Die Zeit von Peiffer schafft er nicht. Aber die von Fillon Maillet. Also Benedikt Doll setzt sich auf Position 2. Am Ende sind es 10,4 Sekunden, also da hat er nochmal knapp 2 verloren gegenüber Arndt Peiffer. Ja, der läuft auch eine gute letzte Runde, wenn er weiß, und 2 Fehler, ja, dann muss er auch kämpfen. Lars Helge Birkeland, der übernimmt jetzt Rang 2, oder? Ja, 3. Genau. Einen Fehler beim ersten Schießen. Jetzt also hinter Peiffer und Doll auf den dritten Rang der Norweger. Und wir schauen auf Matthias Bischel. So, und wir gehen gleich rüber. Michal Krtschmar mit einem Fehler jetzt belastet. Dabei belässt das auch. Und jetzt auch mit mehr braucht eine schnelle letzte Runde. Michal Krtschmar. Und dann schauen wir über die Schulter von Martin Foucault, der Mann in Gelb und Rot. Sehr schnell. Und jetzt ist er wieder mittendrin dabei. Martin Foucault, trotz der 2 Fehler, schauen Sie hin. Unglaublich gut unterwegs, wie wir ihn kennen. 2,8 Sekunden vor Semenov. Das wird er gegenüber dem Ukrainer ausweiten können. Martin Foucault also der neue Führende. Wahnsinn. Ja, er ist erstaunlich. Ja, wenn es dann im Schießen nicht so geht, dann kann er im Laufen noch einen Pfund drauflegen.
Und das wird er sich jetzt zumindest nicht von Semenov oder sonst wem nehmen lassen. Dominik Landertinger kommt hier Richtung Ziel. Der 28-jährige Österreicher, ich habe es angesprochen, mit vielen, vielen Problemen. Kommt er jetzt so langsam wieder in Schwung, kämpft. Und setzt sich hier auf Rang 5. Simon Schemp, letztes Schießen. Zeit ist gut, sehr gut. Aber er beginnt mit einem Fehler. Und damit ist die Zeit von Foucault weg. Auch die der nächsten beiden ist weg. Und die von Lowell Bailey. Ja, vereint sich, sputet sich Simon Schemp, da wegzukommen. Ja, schade drum für Simon Schemp. Ja, er könnte schon noch was gut machen jetzt auf dieser letzten Runde. 34 hinter Foucault, das wird natürlich schwierig. Aber Anev, der ist so 17 Sekunden vor ihm. Da kann, das traue ich dem Simon schon zu, wenn eine richtig gute letzte Runde läuft. Also da geht schon noch was. Also, da sind wir mal gespannt auf die letzte Runde von Simon Schemp. Und Anton Schipulin räumt alle fünf ab. Unten gibt es einen neuen Führenden im Ziel. Krasimir Anev aus Bulgarien setzt sich vor Ann Pfeiffer und Benedikt Doll. Und Anton Schipulin ist der Führende nach dem vierten Schießen. 44,4 Sekunden vor Martin Foucault. Das sollte ihm reichen, dem Anton Schipulin. Ja, der ist ein sehr starker Läufer. Auf der letzten Runde wird er vielleicht ein paar Sekunden verlieren, wenn überhaupt etwas, gegen Foucault. Die 44 Sekunden scheinen mir doch schon genügendes Polster zu sein, um hier den Vorsprung gegen Foucault zu halten. Und da sind wir gespannt, ob dem Russen der erste Saisonsieg gelingen kann. Jean-Guillaume Beatrice sehen wir hier. Drei Fehler insgesamt. Damit keine Chance auf die ganz vorderen Platzierungen. Kämpft gegen die Zeit von Dominik Windisch. Und setzt sich jetzt auf dessen Position. Rang 6 für ihn, für den Franzosen Beatrice. Michael Willleitner. Zweites Schießen. Ah, schade, Michi. Mann. Auch hier ist es wieder die letzte Scheibe. Zwei Fehler insgesamt für Michael Willleitner. Und damit zunächst ein 41. Rang außerhalb der Punkteränge. Das muss der Auftrag sein, jetzt sich da noch reinarbeiten in den, bei den letzten beiden Schießeinlagen. Letzte Anfeuerungen vom ukrainischen Betreuer. Während wir hier Johannes Tinjesbö dem Ziel entgegen sprinten sehen. Fünfter Platz für den Moment. Und dann kommt Sergej Semenov. Oh, 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 oh. Zeit hat ausgelöst. Der fällt ins Ziel, auf die Ziellinie, setzt sich vor Arndt Pfeiffer. Semenov vor Anev. Dann Arndt Pfeiffer auf 3, Benedikt Doll auf 4. Das ist der momentane Stand im Ziel. Und da haben wir es nochmal. Bleibt da hängen. Stellt sich selbst das Bein und ja, die Zeit löst aus. Jetzt muss er nur wegschauen, dass er da wegkommt von dieser Ziellinie. Sonst ist die Zeitnahme eventuell gestört. Henrik Labelnit. Bislang mit einem Fehler. Ja, trifft hier alle Scheiben und kämpft um einen Top-10-Platz. Momentan 12. Eine Minute sein Rückstand. Und da haben wir Martin Foucault und Matthias Bischel.
Wildcard vor Semenov. 10,1 Sekunden, so wie wir es vermutet haben. Aber wir wissen, dass hinter ihm Anton Čipulin die Führung übernommen hatte. Semenov bis hierhin im Vergleich eine gute letzte Runde. 3 Sekunden hat er da nur bekommen von Martin Foucault. Wie wir ihn kennen, springt er hier hoch, dynamisch nach wie vor. Schau, bis jetzt alles 1-1er Technik. Alles drückt er da durch. Ja. Kostet so viel Kraft. Stark. Also die Stimmen mehren sich und alle sagen sie, einen besseren hat es nie gegeben als Martin Foucault. Vorsprung noch mal ein wenig ausgebaut. Maxim Zvetkov. Der ist noch mit dabei. Boah, schießt schnell, riskiert. Na, jetzt macht er langsam. Stark. Und der den trifft. Ah. Nein. Nein, und das entsprechende die Reaktion auch hinterm Glas bei Rico Groß. Die allerletzte Scheibe mochte nicht fallen bei Maxim Zvetkov. Sonst hätte auch der da ganz vorne mitgespielt mit der Musik. 1-0-8 sein Rückstand. Und wer eine sehr gute Schlussrunde läuft, das ist Simon Schemp. Der macht schon ein paar Plätze gut, ein paar Sekunden gut. Im Augenblick, glaube ich, ist er so auf Rang 4, Rang 5 ungefähr. Und wir begleiten Erik Lesser bei seinem letzten Schießen. Kämpfen, Erik kämpft, jawohl. Ja. Gut, nimmt noch eine mit. Insgesamt sind es 3 Fehler für Erik Lesser. Und die Platzierungen sehen Sie unten, in welchen Bereichen er sich da aufhält. Beim ersten in Östersund war ja nur Florian Graf mit einem wirklich sehr positiven Ergebnis als Achter. Lesser damals 31. Und jetzt zunächst 18. mit 2 Minuten 55,3 Sekunden Rückstand. Ja, und das ist Simon Schemp, der sehr schnell unterwegs ist. Rang 4 im Augenblick, aber da kommt ja noch Čipulin und auch Zvetkov, wobei Zvetkov schon schauen muss, dass er den Simon noch hält. Und da haben wir Anton Čipulin in der Tat, 2-3 Sekündchen nur, die er da gelassen hat. Aber da hält er sich sehr, sehr schnell unterwegs. Anton Čipulin mit einer richtig guten, großen Chance hier seinen ersten Saisonsieg zu landen. Wäre auch sein erster Sieg in einem Einzelwettbewerb, aber jetzt zunächst in Richtung Ziel. Michal Krčmár und Martin Foucault haben wir gesehen. Auch der Tscheche wieder mit einem guten, guten Rennen. Brillante Saison für den 25-Jährigen. Bislang schon 6-mal unter den Top 10 gewesen. Auf dem Podest ist er gestanden in Ruhpolding. Und jetzt Martin Foucault, der zunächst die Führung übernimmt. Am Ende sind es 15,8 Sekunden vor Semenov. Und dann haben wir Anton Čipulin, der noch einen guten Kilometer hat bis ins Ziel. Ja, das Antolz taugt ihm, die Höhenlage taugt ihm, sein 5. Sieg, Fragezeichen. Ja, genau, 4 hat er hier schon bringen können. Matthias Bischel, abschließendes Schießen, keines gelingt mit 5 Treffern, auch hier ein Fehler schon. Und jetzt den 2. noch hinterher, 6, das sind dann schon zu viel bei diesen Bedingungen, die wirklich gut sind. Und Lowell Bailey mit dem einen Fehler am Ende hat er sich ja um den Podestplatz gebracht, eventuell sogar. 58,1 Sekunden, nur sein Rückstand. Martin Foucault in Führung liegen nach wie vor mit 2 Fehlern, danach die nächsten 3 mit jeweils 1 Fehler. Arndt Peiffer 5., Benedikt Doll im Moment 7. Und dann kommt Simon Schemp. Ja. Super unterwegs hier. Er knackt Anne auf alle Fälle. Da kommt er vorbei.
Er springt jetzt zunächst mal auf den dritten Rang. Simon Schemp. Starke Schlussrunde. 28,8 Sekunden sind es am Ende. Anton Cipolin wird ja gleich auch kommen. Und wird ihn vom Podest stoßen. Aber sehr gutes Rennen von Simon Schemp. Schade, dass ihm da zwei Fehler unterlaufen sind am Schießstand. Das war dann einfach der eine zu viel. Schnellste letzte Runde für Simon Schemp. Noch 5,2 Sekunden schneller als Martin Fourcade. Insgesamt in der Laufzeit ist er 28,8 Sekunden hinter Fourcade auf Rang 2 in der reinen Laufzeit. Die Kameras waren bei ihrem Landsmann hier, bei Anton Cipolin. Auf den warten sie jetzt. Begeistert von seiner Leistung. Da taucht er auf, Anton Cipolin. 29 Jahre mittlerweile, der Mann aus Tümen. Schwierige Zeiten für die russische russischen Athleten. Sein 9. Weltcupsieg insgesamt. Momentan sieht es nicht so aus, als könnte ihn jemand gefährden. Also Anton Cipolin, Führender am Ende mit 21 Sekunden vor Martin Fourcade. Einen Fehler hat er weniger geschossen. Simon Schemp dadurch jetzt auf den 4. Rang zurückgefallen. Pfeiffer auf 7 und Benedikt Doll auf Position 9. Rico Groß haben wir hier. Sein Athlet also ganz oben. Und einer kommt noch. Hier sehen wir ihn, der natürlich auch Simon Schemp gefährden kann. Der Altmeister hat wieder aufgezeigt. Olainer Bjarndalen. Ganz starkes Rennen wieder von ihm. Und in der Tat, er verdrängt Simon Schemp auf den 5. Rang. Olainer Bjarndalen mit 42, immer noch nicht müde. 8. im Gesamtweltcup. Noch kein Podest in diesem Jahr. Auch heute nicht. Aber eben immer wieder mit guten Ergebnissen und viele, viele Punkte einheimsen. Und deshalb hält er sich dort eben unter den Top 10 im Gesamtweltcup. Vega, der beste Schweizer im Weltcup. 16. Rang, 2 Fehler und 3 Minuten sein Rückstand. Zvetkov war noch ganz gut unterwegs. Der ist natürlich nicht ganz so schnell wie Simon Schemp, schon gleich gar nicht wie Simon Schemp auf der letzten Runde war. Aber der könnte ja nach dem Schießen, zumindest war er noch vor Simon, 10 Sekunden da noch mal reinrutschen. Aber jetzt muss man mal schauen. Also mit 20 Treffern ist auf diesem Tableau ganz vorne die Spitze keiner durchgekommen. Anton Cipolin vor Martin Fourcade und Sergei Semenov. Auch der Ukrainer mit einem richtig, richtig guten Rennen. Bislang ein 7. Rang. Einzige Top-10-Platzierung. Und momentan steht er auf Rang 3 auf dem Podest. Michael Willer. Ja, will einfach nicht gelingen. Jeweils eine Scheibe bleibt stehen bei Michael Willleitner. Damit weiterhin jenseits der Ränge die Punkte verdienen im Weltcup. Matthias. Erik Lesser haben wir hier, genau. Er kämpft hier schon nochmal, versucht alles Zeit gut zu machen. Schauen mal diesen Geschwindigkeitsunterschied hier an. Er natürlich etwas auf der inneren Spur, jetzt auf der Innenbahn, kann hier überholen. Gut 3 Minuten sein Rückstand. Und da kommt noch mal Andreas Stitzel im Hintergrund zu hören ins Spiel, der ihn noch ein wenig antreiben will. 18. Rang für Erik Lesser. Da draußen auf der Strecke Hendrik Labelünd. Letztes Schießen. Schafft er hier die Null. Hm.
Nein, schafft er nicht. Gleich mit dem ersten Schuss schießt er sich aus den vorderen Rängen. Jetzt reißt er richtig rein. Ja. Ja. Dieses letzte Schießen ist schon schwierig auch. Du hast jetzt schon so viele Kilometer in den Beinen und das wird auch Arndt Peiffer bestätigen können, dass es nicht einfacher wird zum Schluss raus. Und dann kannst du mal so dahin gehen mit den drei Fehlern. Aber jetzt wollen wir mal hören, wie es Arndt Peiffer ergangen ist. Ja, der hat sich warm angezogen und trägt es, glaube ich, mit Fassung. Wie schätzen Sie dieses Rennen ein? Ja, vom Schießen her würde ich sagen, war es eine solide Leistung mit 90% Trefferleistung. Um ganz vorne zu landen, muss man mindestens 95% Trefferleistung schaffen. Also da ist ein Fehler zu viel gewesen heute. Auf der Strecke ist es mir relativ gut ergangen. Konnte ich das Tempo ganz gut durchziehen, das ich mir vorgenommen hatte. Hatte auch tatkräftige Hilfe vom Kollegen Lesser, der mit dem ich zusammengekommen bin auf der Runde und der mir geholfen hat, mich hier und da angeschoben hat, in meiner letzten Runde sogar so ein paar Meter auf mich gewartet hat, um mich dann so ein bisschen die Runde rumzuziehen, und das hat sehr geholfen. Sie haben mir vor ein paar Tagen mal erzählt, wenn die Windbedingungen ideal sind am Schießstand, dann verleitet das unter Umständen auch dazu, ein bisschen zu viel zu riskieren. War das so eine Situation heute? Ja, hier eigentlich nicht unbedingt, denn man schnauft ordentlich, wenn man hier zum Schießstand kommt und ja, deswegen glaube ich eigentlich nicht. Ich habe versucht, sehr konzentriert und langsam zu schießen. Und trotzdem sind halt die zwei Fehler passiert. Schade eigentlich, ich habe gehört, dass das auch relativ knappe Fehler waren, zumindest der erste stehend. Aber wie gesagt, 90% muss man erstmal schaffen. Und das ist zumindest das Ziel, habe ich erreicht. Dankeschön. Und da haben wir Erik Lesser, dem Ziel entgegenstrebend. Mittlerweile Maxim Zvetkov eingekommen. Haben Sie vielleicht beobachten können, eingeklinkt auf Rang 7. Simon Cemp nach wie vor auf 5. Arndt Peiffer jetzt 9. Benedikt Doll rausgefallen aus den Top-10-Rängen. 11. Platz im Moment. Und Erik Lesser wird hier ins Ziel getragen. Mit der Position wird er sicher nicht ganz zufrieden sein. Am Ende bzw. für den Moment ein 18. Rang für Erik Lesser bei 3 Fehlern. Ja, mit einem Fehler weniger, da wäre so der 14. Rang gewesen. Also da war doch großer Abstand hier. Nach ganz vorne hätte es noch einen weniger gebraucht. Und so sind es nur noch 2 unter den ersten 10. Schipulin also vor Martin Fourcade und Semenov. Björn Dahlen auf 4, Simon Cemp auf 5. Arndt Peiffer auf 9, Benedikt Doll dann auf 11. Erik Lesser auf 18, das ist der Stand. Momentan insgesamt ja heute 108 Athleten gemeldet, 105 waren letztlich am Start. Unter ihnen Benedikt Doll, und den haben wir jetzt am Mikrofon, bitte. Ja, Benedikt, wir machen ja immer so eine nur halbwegs zulässige Rechnung auf. Wenn wir einen Fehler abzögen, dann wären Sie Zweiter. Ist das zulässig für Sie? Ja, absolut. Mein Fokus war heute klar am Schießstand. Über die 2 Fehler bin ich sehr zufrieden. Schade, dass ich stehend nicht einmal null schießen konnte. Aber ja, es war echt ein gutes Rennen. Klar, wenn man dann ich habe heute ein bisschen langsamer geschossen, habe jetzt auf der Strecke auch nicht so angegriffen. Und dann ist man, wenn mehrere Leute 2 Fehler schießen, ist man halt dann trotzdem irgendwie hinten dran. Was war denn beim Schießen heute so schwierig? Der Wind kann es ja nicht gewesen sein, ne? Es ist ganz klar, würde ich sagen, die Höhe. Also wir sind ja jetzt schon seit Montag da. Wir konnten uns in einigen Trainingseinheiten schon dran gewöhnen. Man muss einfach einen ganz anderen Atemrhythmus schießen. Es geht viel länger. Und man muss auch einfach zwischendrin mal nochmal dreimal schnaufen oder so, dass man da einfach genug Luft bekommt. Und ist man oder sind Sie auch verleitet, auf der Strecke zu überziehen? Das ist ja beim Einzel auch nicht so einfach hinzukriegen, ne? Ja, also hier fällt es wirklich schwer zu überziehen, weil man muss sich ganz schön überwinden, ganz schön immer, sage ich mal, wieder pushen, weil einfach durch den wenigen Sauerstoff, den merkt man ganz schön, da pumpt man und die Beine wollen irgendwie oder gehen nicht schneller. Und ja, es ist ein ganz schöner Kampf. Das glaube ich. Na, dann ruhen Sie sich erstmal aus. Vielen Dank. Ein harter Kampf, diese 20 Kilometer in der Höhe. Matthias Bischel, der hier ins Ziel kommt oder gekommen war.
momentan ein 39. Rang. Das wären noch zwei Weltcup-Punkte, aber wie gesagt, da kommen noch einige hinterher, die ihn da rausschieben werden aus den Punkterängen. Da kommt schon der Erste mit Anton Babikow und es ist wirklich ein hartes Programm für die Athleten mit diesem Einzel hier. Es folgt dann der Massenstart über 15 Kilometer, auch das eine lange Distanz. Ja, und schwierig und da muss man dann wieder das Tempo der anderen laufen. Da kann man also nicht so sein eigenes Tempo laufen. Es ist extrem schwierig, dieses Programm, aber ja, da müssen alle, es geht allen gleich, da müssen alle durch. Und wir sind still. Der Führende im Weltcup hat Zeit für uns gefunden. Bitte. Ja, 13 Mal ist Martin Fourcade gestartet in diesem Winter. 10 Rennen davon hat er gewonnen. Heute nicht. Fragen wir mal, was los war. You started 13 times this winter and you won 10 races. Not today. What went wrong this afternoon? Nothing. I think my ski was good. I did one mistakes too much to expect for the win. Despite of that, it's a good competition with probably a podium. I hope for that. And it's quite good for the overall, quite good for the individual specialty globe. So I'm pretty satisfied, even if I aim for an 11th victory. Ja, er sagt also, es ging heute einfach nicht, war einfach ein Fehler zu viel. Aber er glaubt trotzdem, dass es ein sehr guter Wettbewerb gewesen ist. Und es ist ja schön für den Einzelweltcup und auch für den Gesamtweltcup, wenn er mal nicht gewinnt. Aber freut sich natürlich weiterhin sehr auf seinen 11. Weltcup-Sieg. Gab es Probleme mit der Höhe beim Schießen? The Germans told us that the altitude is not so easy during the shooting. Have you got similar problems maybe? I did. Even on the skis was really difficult. The feeling of the body, it's not the same as last week in Ruhpolding. I had problems the two last years with the first competition here in Antols with a really bad sprint. And this year I tried something new the day before the race to have better feeling, and since it was better, so I'm really satisfied about my training choice with my coach. And shooting also was hard, but it's a mistake I could avoid. Thank you very much. Ja, also das ist tatsächlich so, wie auch Benedikt Doll sagt. Er hat immer ein bisschen Probleme gehabt hier in Antols, auch in den letzten Jahren. Hat in diesem Jahr ein bisschen was verändert, war mit seinen Trainingsschüssen ganz zufrieden. Aber es ist mit der Atmung nicht so einfach. Wir haben es vorhin von Benedikt Doll gehört. Und diese Schwierigkeiten hatte Martin Fourcade auch. Ja, und es wäre im 14. Rennen der 13. Podestplatz. Das ist schon unfassbar nach wie vor für Martin Fourcade. Dmitri Malischko haben wir hier, der hat schon zweimal alles abräumen können. Jetzt der erste Fehler für ihn. Und schon geht es gleich weit nach hinten. Läuferisch überhaupt nicht in der Lage, was zu reißen. Selbst wenn er jetzt noch mal fehlerfrei bleibt, dann wird es nicht nach vorne reichen. Simon Dutieu. Einen Fehler im ersten, einen Fehler im letzten Schießen. Schiebt sich auf den 17. Rang. Und dann haben wir Peppe Femling aus Schweden, der hier nochmal trifft. Gutes Schießen bisher von ihm. Aber auch er, das sehen Sie an der Zeit unten, läuferisch nicht in der Lage, mit den Guten vorne mitzugehen. 24 Jahre ist er alt. Und Michael Willleitner kommt zum letzten Mal zum Schießstand. Dann sind es noch 4 Kilometer bis ins Ziel. Ja, vielleicht gelingt es ja jetzt. Ja. Die Bedingungen sind nach wie vor gut. Kein Wind, klare Sicht. Es bleibt ein gleichmäßiges Bild für Michael Willleitner. 4 Fehler sind es insgesamt bei jedem einen. Und jetzt kämpft er darum, hier vielleicht doch noch ein Pünktchen mitzunehmen. Da muss er sich sputen, da muss er sich ranhalten. 20 sind nur nach ihm gestartet und vor allen Dingen eine richtig gute letzte Runde hinlegen. Eine, wie es ihm hier gelungen ist, Ole Einar Bjørndalen. Tolles Rennen und jetzt ist er bei Nils Kaben.
Ja, Glückwunsch zu einem wirklich tollen Auftritt hier. Sie kennen sich natürlich wunderbar aus. Sie sind unheimlich erfahren. Worauf kommt es denn an auf dieser Runde bei so einem Einzel, dass man da vorne reinlaufen kann? Man muss sehr, sehr gut schießen und heute ist das fast perfekt gegangen. Nur eine Fehler und ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Rennen. Es ist sehr schwierig zu schießen hier in der Höhe, aber heute hatten wir perfekte Schießverhältnisse und das war einfach schön zu laufen heute. Weil das Herz noch schneller schlägt hier in der Höhe oder warum ist es zu schwer? Ja, man kriegt ein bisschen weniger Luft beim Schießen und dann muss man ein bisschen öfter atmen und ab und zu, ja, man ist nicht so einfach, Atmung ist nicht das Schlimmste, aber man wird sehr, sehr müde im Kopf und dann ist das sehr schwierig zu schießen. Es ist ja der letzte Weltcup-Ort hier vor den Weltmeisterschaften in Hochfilzen. Mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Österreich? Ja, ich mache eine gute Höhentraining-Vorbereitung und dann werden wir schauen. Wenn das gut funktioniert, dann werde ich ziemlich gut dabei, denke ich. Man weiß es eigentlich nie genau vorher, aber meine Form ist ziemlich gut. Top ist er bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich bin nicht so weit weg. Dann alles Gute dafür, vielen Dank. Und das mit 42 Jahren nicht so weit weg von der Topform, das ist unglaublich und sehr, sehr bemerkenswert. Uhleiner Björn Dahlen, da sind wir sehr gespannt, welche Rolle er bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen spielen kann. Einen Staffelsieg gab es ja schon für die Norweger in dieser Saison. Aber wie gesagt, mit der Mannschaft ist es schon etwas schwierig. Tarje Bö, der bislang nicht dabei ist, WM absagen musste. Hier haben wir Anton Cipullin nochmal auf der Ziellinie, den Tagessieger. Da sehen wir ihn. 9. Weltcup-Erfolg insgesamt. Johannes Tinjes Bö, um das Thema nochmal aufzugreifen, ist krank gewesen. Svensson musste heute verzichten. Also da sind wir sehr gespannt, wie die Norweger in Hochfilzen auftreten werden und wie erfolgreich sie sein können. Es gibt viel Kritik in Norwegen, denn man sagt, sie haben die besten, teuersten Trainer, sie haben die besten Sportwissenschaftler, sie werden medizinisch perfekt betreut, sie haben die besten Techniker, von allem nur das Feinste. Aber die Leistungen kommen in diesem Jahr nicht. So sehr sie letztes Jahr bei der Heim-WM gefeiert wurden und schon eine Saison später bist du dann schon wieder der Depp sozusagen. Also manchmal läuft es halt nicht so und es kommen viele Dinge zusammen, die ein anderes Mal nur Mühe anders sind und dann plötzlich flutscht es wieder. Und manchmal erlebt man das ja eben auch, wenn so eine WM im eigenen Land, auf wohin sich alles fokussiert über ein, zwei Jahre zuvor, danach dann in ein kleines Tal geht. Bei den Damen ist es ähnlich, Tiril Eckhoff auch Weltmeisterin in Oslo und bislang in dieser Saison kaum in Erscheinung getreten. Leif Nordgren, der ist Amerikaner, schon mit zwei Fehlern belastet. Entsprechend in den 20er-Rängen unterwegs. Ja, da hält er sich aber. Offensichtlich hat er sich alles gut zurechtgelegt, die letzten beiden Schießeinlagen mit jeweils null Fehlern. Und damit ist er auf dem Weg mit zu einem ganz guten Ergebnis. Bislang ein 18. Rang als Saisonbestleistung. In diesen Bereichen bewegt er sich. Und dann haben wir auch den Tagessieger eingefangen bei Nils Karben, Anton Cipullin. Bitte. Ja, da ist er. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in Antholz auf 1640 Meter Höhe. Pozdravljaju, spovjedoj. Pacemu vam nravica individualnoje sorevnovanje? Tak хорошо. Warum gefällt Ihnen dieser Einzelwettbewerb so? Мне нравится больше этап Кубка мира в Анхольце. Здесь я показываю очень хорошие результаты. И сегодня не исключение. Индивидуальную гонку я не очень люблю, но сегодня я сумел выиграть, и меня это очень радует. Er sagt, er mag vor allen Dingen den Weltcup-Ort Antholz, weil es hier immer so schön ist in der Landschaft. Der Einzelwettbewerb ist eigentlich nicht so sein allerliebster Freund, aber heute ist er sehr zufrieden, dass es so wunderbar funktioniert hat. Welchen Anteil hat Ihr Trainer Rico Groß daran? Rico Groß war, можно сказать, новый тренер, разменял его так успешно сейчас. Рика хороший тренер, он много подсказывает, он сам недавно был отличным спортсменом и передает нам какой-то опыт. Я очень ценю, когда он приносит в команду какие-то новые инвестиции, какой-то новый опыт, и для команды это хорошо. Спасибо вам. Ja, sagt Rico Groß, hat daran großen Anteil. Vor allen Dingen die Tatsache, dass er selbst mal Athlet war und viele Sachen sehr gut erklären und auch vormachen kann. Er bringt sehr viele neue Ideen und neuen Input in die Mannschaft und das freut ihn sehr.
Ja, und somit ist heute der 5. Sieg auch ihm gelungen hier in Antholz, ähnlich wie Simon Schemp. Damit hat er gleichgezogen, erster Saisonsieg zum ersten Mal in einem Einzel ganz oben auf dem Podest. 9. Sieg insgesamt für Anton Schipulin. Jaroslav Saukup haben wir hier. Startnummer 86 für Tschechien unterwegs. Im Bereich von Erik Lesser, dessen Name jetzt da unten durchgerutscht ist. Vorne an der Spitze alles beim Alten. Simon Cemp, bester Deutscher, auf dem 5. Rang. Peiffer 9, Doll 11, Lesser 19. Das ist der Stand im Moment. Sauchen, eine gute Leistung. Es geht natürlich der Podestplatz ab. Aber ja, diesen einen Fehler, den Simon Cemp vielleicht zu viel hat, oder auch an Peiffer, das ist ein bisschen ärgerlich, denn sie haben sich das Rennen super eingeteilt. Sie haben Schemp, Doll, die schnellsten Laufzeiten auf der letzten Runde. Peiffer, die viertschnellste Laufzeit, nur 6,4 hinter Schemp. Also da haben sie sich das Rennen gut eingeteilt. Sie waren am Schießstand bei einem Schuss einfach zu unglücklich, so muss man sagen. Wobei Benedikt Doll zufrieden sein kann mit seinen zwei Fehlern. Unbedingt, wir haben es ja angesprochen, seine Schießschwäche in diesem Jahr. Alexander Syrny aus der Ukraine hat sich gleich zu Beginn beim ersten Schießen schon zwei Fehler eingehandelt. Und hier haben wir Michael Willleitner, versucht hier möglichst Tempo mit reinzunehmen in diesem Anstieg. Viel Betrieb in diesem Teilstück der Strecke. Kann er sich vorbeimogeln, kämpft nach wie vor den ein oder anderen Weltcup-Punkt. Kommt er hier zur Zeitnahme, da hat er sich außenrum vorbeigemacht, 38, 39. Rang im Moment, 5 Minuten sein Rückstand, hat er gut ausgesehen auf diesem Stück. 39, 3 Sekunden, dann 4 Plätze nach vorn, und die 35 ist unmöglich. Ich sag's dir, das schaut im Fernsehen schon dynamisch aus, bei Willleitner. Wenn du jetzt da stehst vor Ort, dann erschrickst du, wie schnell die da vorbeilaufen. Oder wenn ich so auf der Strecke laufe und ein Simon Schemp überholt mich, wenn der mal Vollgas gibt, dann macht es einen Wusch und weg ist der. Und jetzt ist er aber nicht weg, sondern er ist da, nämlich bei Nils Gaben. Ja, hat Gott sei Dank noch nicht Wusch gemacht hier unten bei uns in der Interviewzone. Von ihren 11 Weltcupsiegen haben sie 5-4 in Antholz errungen. Deswegen haben die norwegischen Kollegen sie das Höhentier genannt. Ist es ein wenigstens kleiner Trost, dass auch ein Fehler weniger zum 6. hier nicht gereicht hätte? Ja, also 5. Platz ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und von dem her bin ich erstmal sehr zufrieden mit der Platzierung. Kommen Sie mit der Höhe ganz gut zurecht? Ja, man muss natürlich schon mehr schnaufen, das merkt man natürlich. Aber ich habe jetzt keine großen Probleme und ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Man könnte meinen, das sei auf der Strecke nicht so einfach durch die Höhe. Wir merken das, wenn wir hier die Treppen hoch und runter rennen müssen. Aber viele Ihrer Kollegen sagen, auch beim Schießen sei das gar nicht so einfach. Wie erleben Sie das? Ja, man hat natürlich den Atemstopp beim Schießen kurz vor der Schussabgabe. Und wenn man da die Luft anhält, dann wird es ja irgendwann knapp. Und das merkt man natürlich in der Höhe doppelt so stark. Und deshalb ist manchmal beim Schießen, kommt man in so eine Pressatmung, wo man dann schon ab und an nach Sauerstoff schnappt. Wir sehen da, glaube ich, dass das erste Stehenschießen, der war verdammt knapp, ne? Ja, aber er ist daneben gegangen und egal, ob er knapp ist oder weit weg, Fehler ist Fehler. Aber mit zwei Fehlern ist in Ordnung. Aber fürs Podium muss man doch einen weniger schießen dann. Und wenn wir es mit dem ersten Einzelwettbewerb in Östersund vergleichen, das Ergebnis haben wir alle beide vergessen, ist doch eine dramatische Steigerung, oder würden Sie da widersprechen? Ja, eine hundertprozentige Steigerung, sage ich mal. Haben wir heute wirklich wohl gefühlt auf der Strecke und das stimmt mir auch positiv auf die nächsten Rennen dann. Dankeschön. Ganz genau, und die Erfahrung im Massenstart, der ja dann kommen wird, die sind ja hervorragend. Und da haben wir eine gute Platzierung für Lorenz Wäger, den Tiroler aus Österreich, der das entsprechend auch bejubelt mit der Faust. Und dann ist es auch gleich geschafft für Michael Willleitner. 35 ist noch drin, hat Andrea Stitzel ihm zugerufen. Und jetzt schafft er hier genau den 35. Rang, also diese 4 Sekunden waren es an der Stelle, wo Andreas Stitzel stand, gesagt hat, 4 Sekunden sind es, dann kannst du auf 35 kommen. Und das war eine saubere Schlussrunde von Michael Willleitner, kann man gar nicht anders sagen.
Das Tableau nochmal zum Ende. Anton Cipolin gewinnt seinen ersten Einzel, 9. Weltcup-Sieg. Geschlagen Martin Fourcade heute, aber im 14. Rennen 13. Podestplatz. Sergei Semenov auf Position 3, bester Deutscher Simon Schemp. Pfeiffer auf 9, Doll auf 11, Lesser auf 21.